Hallo, liebe Freunde der Kirchengeschichte, herzlich willkommen zu dieser Einheit über die Kreuzzüge. Die Kreuzzüge sind eines der schwierigsten Themen der Kirchengeschichte, eine Episode, die heute noch sehr schwer zu erklären ist, sehr beschämend ist, worauf wir Christen wenig gute Antworten haben. Und deswegen müssen wir uns da besonders tief mal hinein vertiefen, um zu überlegen, was ist da eigentlich passiert, wie kann man das irgendwie nachvollziehen, erklären, entschuldigen oder wie soll man damit umgehen, vor allem auch im Gespräch mit Leuten, die das Christentum angreifen wegen dieser Zeit der Kreuzzüge. Als Kreuzzüge so grundsätzlich bezeichnet man eigentlich Kriege, die im Interesse und im Auftrag der römisch-katholischen Kirche in der Zeit von ungefähr 1100 bis 1300 durchgeführt wurden. Die meisten dieser Kriege hatten das Ziel, im Nahen Osten Gebiete zu erobern, vor allem mit dem Kernziel Jerusalem zu erobern, Jerusalem wieder sozusagen unter eine christliche Herrschaft zu bringen, weil das ja sozusagen das heilige Land ist, die Kernstadt der Ereignisse um Jesus, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, begraben wurde, auferstanden ist. Das sollte nicht in der Hand von Ungläubigen bleiben, also von Nichtchristen, sondern sollte wieder unter christliche Herrschaft kommen. Daneben aber gab es tatsächlich auch viele Kreuzzüge, die im Auftrag der Kirche auch in andere Gegenden geführt haben, teilweise zu Völkern, die noch keine Christen waren, um sie gewaltsam zu christianisieren, vor allem in Nordeuropa, teilweise gegen Ketzer und Irrlehrer, gegen Bewegungen, die sich von der römisch-katholischen Kirche getrennt hatten, wie die Albigenser in Südfrankreich, oder auch gegen andere Christen, wie die Byzantiner in Konstantinopel, mit denen man sich dann auch im vierten Kreuzzug anlegte. Teilweise wurden auch Kreuzzüge gegen Politiker, gegen Machthaber ausgerufen, mit denen sich der Papst nicht so gut verstand. Zum Beispiel gab es mal einen Kreuzzug gegen den deutschen König Friedrich II. Ja, der Begriff Kreuzzug, der kam eigentlich erst so in der Neuzeit auf, in der deutschen Sprache. Die Franzosen hatten das so seit dem 15. Jahrhundert als Croisade oder Croiserie. Und in der Zeit selber, so von 1100 bis 1300, sagte niemand, ich fahre jetzt mal auf einen Kreuzzug oder ich gehe auf einen Kreuzzug, sondern man redete davon, dass man eine Pilgerfahrt unternahm, eine Peregrinatio. Man verstand also diese Kriege, die man führte, als eine andere Art von Wallfahrt, so wie man halt früher auch schon im Mittelalter Wallfahrten unternahm zu heiligen Orten, um damit einen besonderen Ausdruck der eigenen Frömmigkeit zu liefern. So ging man jetzt auf die Wallfahrt zum Heiligen Land oder im Auftrag Gottes auf jeden Fall, zu einer bewaffneten Wallfahrt, mit der man sozusagen Gott die Gunst erweisen wollte und ausdrücken wollte, wie ernst es einem um die eigene Frömmigkeit ist. Der Papst unterstützte diese Wallfahrten, er rief dazu auf, zu diesen Wallfahrten, zu diesen bewaffneten Wallfahrten, und er versprach Belohnung dafür, dass man besondere Sündenablässe bekam, besondere Vergebung, besonderen Erlass von Kirchenstrafen, wenn man seine Frömmigkeit dadurch dokumentierte, dass man auf solch eine kriegerische Wallfahrt ging. Das war so der Grundsatz dieser Unternehmungen. Die Kreuzzüge begannen gegen Ende des 11. Jahrhunderts, sie hatten aber eine längere Vorgeschichte. Diese Vorgeschichte, die begann, ja im Grunde würden die damaligen Leute sagen, begann sie mit dem Aufkommen des Islam. Der Islam 622, quasi durch Mohammed gegründet. Die Hedschra gilt bis heute ja als das Startdatum des Islam. Der Islam eroberte
den südlichen Mittelmeerraum, ganz Nordafrika und eben dann auch das Heilige Land. Seit dem 7. Jahrhundert war Jerusalem dann in muslimischer Hand. Und nicht nur das, sondern man ging auch bis nach Europa. Spanien wurde im 8. Jahrhundert erobert und bestand dann unter muslimischer Herrschaft. Das heutige Spanien und Portugal könnte man sagen, die Iberische Halbinsel. Und ja, irgendwann begannen die Christen zu versuchen, zumindest diese spanischen Gebiete, die in Europa lagen, wieder von den Muslimen zurückzuerobern. 732 war ja die Schlacht von Tours und Poitiers, wo die Franken es geschafft hatten, den muslimischen Vormarsch in Europa aufzuhalten, zurückzuschlagen, bis über die Pyrenäen sie wieder zurückzudrängen. Aber Spanien und Portugal blieben in muslimischer Hand, bis dann die sogenannte Reconquista begann, die Zurückeroberung muslimischer Gebiete. Da tat man sich ziemlich schwer. Bis ins 11. Jahrhundert gelang eine Rückeroberung auf der Iberischen Halbinsel nur in wenigen unwichtigen Gebieten in Nordspanien, bis es dann im Jahr 1085 auf einmal einen ersten wirklich großen christlichen Sieg gab dort in Spanien, die Zurückeroberung Toledos, eine große, wichtige Stadt in Zentralspanien. Das machte den Christen Mut, das machte den Muslimen Angst, dass hier tatsächlich die Christen mal was gewonnen hatten. So riefen die Muslime aus Nordafrika, die Almoraviden zu Hilfe, die dann einen heiligen Krieg ausriefen und den Vormarsch der Christen da in Spanien zunächst stoppten. Aber das war so 1085. Das war so der Eindruck, oh, man kann also tatsächlich von den Muslimen was zurückerobern. Und es heizte so ein bisschen die Stimmung auf, Muslime gegen Christen, was dort in Spanien passiert war. Das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man jetzt auf die andere Seite des Mittelmeerraumes guckt, ins Heilige Land. Bis 637 war Jerusalem in christlichen Händen gewesen. Es gehörte zum Byzantinischen Reich, zu Ostrom. Dann wurde es von arabisch-islamischen Truppen erobert. Es blieb aber trotzdem so, dass Christen Jerusalem besuchen durften. Sie durften da wohnen, genauso wie Juden auch. Und Christen durften auch Wallfahrten ins Heilige Land unternehmen und die heiligen Stätten besuchen. Mal war es einfacher, mal schwieriger, mal waren die Muslime toleranter, mal unterdrückten sie die Christen etwas mehr. Im 11. Jahrhundert änderten sich dann die Verhältnisse etwas. In Ägypten kam ein Kalif an die Macht, Al-Hakim, der nicht so christenfreundlich war, dem dann auch das Heilige Land gehörte, und er ordnete 1009 die Zerstörung der Grabeskirche an und auch noch mehrerer weiterer Klöster und Kirchen. Das rief in Europa schon mal großes Entsetzen hervor. Die Grabeskirche, das ist die wichtigste Kirche der Christenheit. Hier wurde Jesus gekreuzigt und begraben. Da ist er also gestorben und auferstanden. Auf dem Gelände, auf dem Gebiet dieser großen verwinkelten Kirche da mitten in Jerusalem. Es ist der heiligste Ort des Christentums, wenn es sowas überhaupt gibt, dann ist es die Grabeskirche. Und wenn das jetzt von den Muslimen, diese Kirche zerstört wird, dann ist das ja ein Angriff oder wurde von vielen als Angriff auf das Herz des Christentums empfunden. Die Byzantiner, die dort für den östlichen Mittelmeerbereich so zuständig waren, die versuchten das, aber da jetzt nicht einen Riesenfass gleich aufzumachen. Sie reagierten tatsächlich diplomatisch und sie erreichten, dass die Grabeskirche wieder aufgebaut wurde in den 30 Jahren danach, bis 1048. Aber in Westeuropa, ja,
blieb diese Nachricht ganz tief so ins Gedächtnis eingebrannt. Muslime sind gefährlich, Muslime sind Christenfeinde, Muslime wollen uns das Wichtigste nehmen, was wir haben. Und es ist eigentlich gar nicht gut, dass die heiligsten Stätten unseres christlichen Glaubens dort in Israel unter muslimischer Herrschaft, unter antichristlicher Herrschaft sind. Und die können ja jeden Tag alles wieder neu zerstören. Also am besten wäre es, wir Christen hätten wieder die Herrschaft über das Heilige Land zurück in unseren Händen. In diese Situation, in diese Gemengelage, Reconquista in Spanien, Zerstörung der Grabeskirche, Rückeroberungsgedanken, kam es jetzt in der muslimischen Welt erstmal zu einer großen, wichtigen Umschichtung, zu einer Völkerwanderung sozusagen im muslimischen Raum. Es treten jetzt nämlich auf einmal die Türken auf. Die Turkvölker, die kommen eigentlich aus dem Gebiet östlich des Kaspischen Meeres, also noch weit nach Asien hinein. Und dort tritt auf einmal ein Beduinenfürst auf, der nennt sich Seldschuk. Und der tritt so kurz vor dem Jahr 1000 zum Islam über, macht sein Volk, die Seldschuken, die ihm nachfolgen, dann zu Muslimen, zu oberflächlich muslimisierten Moslems, könnte man sagen, die jetzt nicht besonders tief traditionell im Islam verwurzelt waren, aber sie waren jetzt Muslime und sie waren gute Krieger. Sie eroberten in der muslimischen Welt ein Reich nach dem anderen, ab 1040 zunächst den Irak, Persien. Und sie gewannen dann sogar 1071 eine wichtige Schlacht in Manzikert gegen das Byzantinische Reich. Und damit war ihnen der Weg frei nach Anatolien, also dieser großen Hauptlandmasse der heutigen Türkei. Und sie eroberten Anatolien und wanderten dort ein. Bis 1250 wurde Anatolien von über 1 Million Türken besiedelt, so dass eben das Land entstand, was wir heute die Türkei nennen, weil dort eben diese Turkvölker eingewandert sind. Ab dem 13. Jahrhundert, ja, ab dem 12. Jahrhundert taucht es in Europa auf, dass dieses Gebiet da in Anatolien zum ersten Mal Turkia, Türkei genannt wird. Also diese Türken, das Seldschukische Reich, das hat also genau kurz vor den Kreuzzügen im 11. Jahrhundert die Oberherrschaft über die islamische Welt übernommen. Also die islamische Welt war jetzt türkisch beherrscht, ganz frisch. Und 1076 eroberten diese Türken, Seldschuken, dann auch Jerusalem. Also kurz bevor die Kreuzzüge begannen erst, hat Jerusalem, das Heilige Land, eine türkische Herrschaft bekommen, eine seldschukische Herrschaft. Diese Türken, die gingen mit den Pilgern, die so in der Zeit ins Heilige Land kamen, ein bisschen schroffer um. Sie behinderten die Wallfahrer. Es war nicht mehr so einfach, Jerusalem zu besuchen als Christ. Und was vorher ja eigentlich so im Großen und Ganzen 400 Jahre seit der arabischen Eroberung ganz gut geklappt hatte, so dieses Miteinander von Christen und Muslimen und Pilgern, das klappte dann auf einmal unter den Seldschuken nicht mehr so gut. Die mussten sich erstmal darauf einstellen, wie sie mit den Christen umgingen. Ein Chronist berichtete damals, als die Türken in Syrien und Palästina regierten, fügten sie den Christen, die nach Jerusalem zum Gebet zogen, Schlimmes zu. Sie schlugen sie, plünderten sie aus, erhoben die Kopfsteuer schon am Stadttor und dann auch nochmal auf Golgatha und an der Grabeskirche. Also die Christen wurden finanziell ausgenommen und gewalttätig belästigt. Das hörte man in Europa und sagte, boah, das geht nicht mehr so weiter. Wir müssen irgendwie selbst die Herrschaft da im Heiligen Land haben. Was tun die uns an? Was tun die unseren Städten an? Und die kommen auch immer näher.
Für die Byzantiner war es vor allem eine militärische Bedrohung. 1090 war schon fast ganz Kleinasien unter seldschukischer Herrschaft. Sie standen schon vor den Toren von Konstantinopel, direkt am Bosporus. Und der Kaiser von Konstantinopel, der Kaiser der Byzantiner, Alexios I., fühlte sich schon ziemlich bedroht. Einerseits bestand die Gefahr, dass Konstantinopel selbst angegriffen wird. Andererseits hat er auch ganz viele Gebiete dort in Anatolien verloren und überlegte sich, wie könnte ich die zurückerobern. Und so hatte Kaiser Alexios, der christliche Kaiser von Konstantinopel, eine Idee. Ich schreibe mal einen Brief an den Papst in Rom, ob die uns nicht, und an ein paar andere Könige vielleicht noch in Europa, ob die uns nicht helfen könnten gegen diese vordringenden Türken, Seldschuken. In diesem Brief, ja, schrieb auch Kaiser Alexios, wie schlimm es eigentlich gerade so ist, seitdem die Seldschuken da sind und wie schlimm es auch den Christen da in Jerusalem geht. Und diese Nachricht, die war dann sozusagen, die goss ganz schön Öl ins Feuer auf diese Glut, die schon in den letzten 100 Jahren dort in Europa langsam gewachsen war, diese Sorge, was da eigentlich im Orient passiert. So kam also der Brief aus Konstantinopel in Europa beim Papst an. Und dieser Papst Urban II., der da gerade an der Macht war, war jemand, der die Kirche zu neuer Macht, zu neuer Blüte führen wollte. Er gehörte der kluniazensischen Reform an. Und er, ja, wollte die Sache in die Hand nehmen. Er war gerade 1095 damit beschäftigt, in Frankreich vor allem ja, für Frieden zu sorgen. In Frankreich auf einer Synode in Clermont. Dort ging es darum, Streit zu schlichten. In Frankreich gab es viel Streit zwischen Adelsgeschlechtern. Die Leute griffen sich gegenseitig an. Es war alles sehr angespannt. Man kämpfte um den wenigen Besitz, den wieder neu aufzuteilen. Viele adlige Söhne gingen leer aus bei Landaufteilungen und dann kam es zu Scharmützeln. Und es gab also sozusagen innenpolitisch sehr viele Streitigkeiten und Papst Urban II. Versuchte das irgendwie zu regeln. Und als er dann den Brief aus Konstantinopel bekam, hatte er die Idee, vielleicht ist unsere innenpolitische Lösung ja, wenn wir mal einen Blick auf die Außenpolitik lenken. Das ist immer wieder ein kluger Schachzug, den Politiker häufig betreiben. Wenn es intern gerade zu viele Probleme gibt, dann sucht man sich einen äußeren Feind und versucht, den zu bekämpfen und den Blick darauf hinzulenken, dass das Böse ganz woanders ist, nämlich außerhalb, und dass wir deswegen zusammenhalten müssen, um diesen äußeren Feind zu besiegen. Das war so im Grunde die Strategie von Papst Urban II., der sagte: Leute, guckt mal, es gibt einen äußeren Feind. Ich habe hier gerade einen Brief gekriegt von byzantinischen Gesandten aus Konstantinopel und die Lage ist dramatisch da im Orient. Da ist der eigentliche Feind. Also, wenn ihr euch irgendwie schlagen wollt, dann vielleicht da hinten im Orient. Da geht es wirklich um heilige Ziele. Es geht darum, Jerusalem aus den Händen der Ungläubigen zu befreien. Diese Rede von Papst Urban II., die findet ihr im Quellenblatt 31. Und da kann man das nachlesen, wie dieser Aufruf passiert ist. Papst Urban verband das mit dem Versprechen eines besonderen Sündenablasses, eines Erlasses von Sündenstrafen. Und er machte das sehr attraktiv, sich dafür freiwillig zu melden, in das heilige Land zu ziehen, um das heilige Grab, die Grabeskirche aus den Händen der Ungläubigen zu befreien. Gerade dieses Ablassversprechen war sehr interessant, vor allem für Leute, die was auf dem Kerbholz hatten, die sowieso ja auch bei der Kirche unten durch waren, die gebannt waren, die nicht mehr zum Abendmahl gehen durften,
die Tausende von Jahren Fegefeuer schon vor sich sahen. Und auf einmal sagte der Papst, wenn ihr eine ganz besondere Wallfahrt macht nach Jerusalem mit Bewaffnung und dazu helft, Jerusalem aus den Händen der Ungläubigen zu befreien, dann bekommt ihr alle Sündenstrafen erlassen, dann seid ihr wieder ganz rein. Und das war für viele eine attraktive Aussicht und sie waren begeistert. Sie schrien bei dieser Versammlung in Clermont, die so auf freiem Feld stattfand, weil gar nicht alle Teilnehmer in die Kirche dort passten. Sie schrien, Deus lo vult, Gott will es. Das wurde jetzt der beste, der Wahlspruch sozusagen dieser Leute. Und viele hefteten sich als Zeichen ein Kreuz aus Stoff so an die rechte Schulter. Ein rotes Kreuz war das meistens in Anspielung darauf, dass Jesus gesagt hat, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Und so nahmen die Leute sozusagen symbolisch das Kreuz auf sich, erfüllten damit den Willen Gottes und waren sich sicher, einen Kriegszug jetzt gegen Jerusalem vorzunehmen. Das ist Gottes Wille. Und so, ja, so wurde der Papst Urban II. Auf einmal, vielleicht sogar für ihn selbst überraschend, zum großen Führer der Christenheit, zum großen Führer Europas, das, was Könige und so nicht geschafft hatten, eine gemeinsame Aktion aufzustellen, das hat jetzt der Papst geschafft. Er rief die Könige auf, sich jetzt für diesen Kreuzzug zu melden, 20 Jahre nach dem Gang nach Canossa, wo es ja sehr schwierig war zwischen Papst und weltlichen Machthabern und Papst Gregor der Siebte ja vorher gesagt hatte, er würde gerne die Weltherrschaft haben, hatte jetzt auf einmal Papst Urban II. So eine Art Herrschaft über Westeuropa. Sie hörten auf ihn und meldeten sich für einen Kreuzzug. Tausendfünfundneunzig war das, als Urban II. Zum Kreuzzug aufrief und auf einmal Resonanz hatte. Wieso war das damals so? Wieso war das gerade so Ende des 11. Jahrhunderts so einsichtig für die Leute? Ja, das ist die Idee. Wir ziehen jetzt endlich los, und befreien das Heilige Land. Es gab da, wenn man so nach den tieferen Ursachen danach fragt, für diese Kreuzzüge gibt es so eine ganze Reihe von Gründen, die man da anführen kann. Das erste war die Wirtschaftslage in Westeuropa. Die war ziemlich schlecht. Man litt viel Hunger, es gab Missernten. Die Leute waren unzufrieden in Europa. Sie sehnten sich nach einem besseren Leben. Und auf einmal versprach ihm der Papst ein besseres Leben und versprach ihnen, dass sie dieses bessere Leben durch den Kreuzzug erreichen könnten. Europa hatte gerade auch eine ungefähr 150-jährige Friedensphase hinter sich. Also im Grunde nach der großen Bedrohung durch die Ungarn Mitte des 10. Jahrhunderts war eigentlich danach nicht mehr allzu viel los gewesen. Das heißt, einerseits führte das dazu, dass die Bevölkerung angewachsen war, Überbevölkerung, Arbeitslosigkeit, aber auch, dass es Aggressionsstau gab. Man hatte sich noch nicht genug abgekämpft sozusagen. Und ja, man hatte vergessen so richtig, wie Kriege eigentlich sind, so dass man wieder mal Lust auf einen richtig großen Krieg hatte. Viele sehnten sich nach Abenteuern. Es war einfach langweilig in Europa, könnte man sagen. Und deswegen führte es zu innenpolitischen Streitigkeiten. Vor allem in Frankreich, ja, zerstritten sich die Adligen alle gegenseitig und metzelten sich nieder. Und das verleitete eben den Papst dazu zu sagen, wir lenken jetzt mal den Blick nach außen. Mit dem Kreuzzug, mit dieser Idee wollte er von innerchristlichen Streitigkeiten ablenken. Und gleichzeitig verband er das mit dem Versprechen, dass man dort
genau die Dinge finden könnte, nach denen man sich so in Europa sehnte. Neues Land, neuer Besitz, ja, Abenteuer, Sieg und Kampf, so dass man seine Männlichkeit mal richtig beweisen konnte. Für viele junge Männer in Europa waren das sehr attraktive Aussichten. Und dazu kam natürlich das Ablassversprechen. Es wurde sogar mit dem Versprechen verbunden, wenn man im Kampf tatsächlich sterben sollte gegen die Muslime, dass man dann alle Sündenstrafen erlassen kriegt, dass man also direkt in den Himmel kommt. Kein Fegefeuer, also das Beste, was man sozusagen kriegen konnte. Ich fahre jetzt, und das war natürlich super attraktiv, ich mache jetzt bei dieser Wallfahrt nach Jerusalem mit. Entweder ich komme da heile durch und bringe vielleicht noch ganz viel Gewinn mit und Besitz und krieg meine Sündenstrafen erlassen. Danach geht es mir also kirchlich und menschlich gut. Oder ich sterbe halt, dann komme ich direkt in den Himmel. Also man konnte eigentlich nur gewinnen, war so die Aussicht bei den Kreuzzügen. Außerdem war auch noch das geistliche Argument, dass man dachte, Jesus würde auch ziemlich bald in naher Zukunft wiederkommen. Und er hatte verheißen, dass er in Jerusalem wiederkommen würde, so wie er bei der Himmelfahrt gen Himmel aufgestiegen ist, würde er wiederkommen. Das interpretierte man so, dass man halt sagt, er wird in Jerusalem wiederkommen. Und dann soll er natürlich nicht seine Stadt Jerusalem in den Händen von Ungläubigen vorfinden. Das war also der Gedanke. Und dazu kam, dass man Muslime eigentlich gar nicht kannte. Muslime gab es in Europa nicht. Nur ein paar Südfranzosen kannten vielleicht ein paar Muslime aus Spanien. Ansonsten normale Europäer hatten keine Berührung mit Muslimen. Der Moslem war ein Feindbild ohne Gesicht, in das man unwidersprochen alles Böse hineinprojizieren konnte, was man sich so ausgedacht hat. Keiner konnte das überprüfen, denn keiner wusste, wie Muslime wirklich sind. Keiner hatte irgendeinen Muslimen als Freund. So erschien also die Kreuzzugsidee vielen Christen in Europa als etwas sehr Sinnvolles. Man wurde ja auch zu Hilfe gerufen. Es gab ja diesen Brief von Kaiser Alexios aus Konstantinopel. Christen brauchten Hilfe und wir Christen in Westeuropa helfen denen jetzt gegen die Türken, um das christliche Reich zu schützen und christlich verloren gegangene Gebiete wieder zu erobern. Das war das Ziel. Und außerdem, zweites Ziel, sollten die Behinderungen von christlichen Wallfahrern endlich aufhören. Man musste da jetzt mal mit Gewalt einschreiten, damit Christen wieder normale Pilgerfahrten nach Jerusalem unternehmen konnten, ohne dort geschlagen und ausgenommen zu werden. Außerdem sagte man, gehört uns ja eigentlich auch Jerusalem. Wir erobern es nur zurück. Es ist eine Art Verteidigungskrieg. Jerusalem wurde uns ja weggenommen. Es gehört den Muslimen gar nicht. Die haben das nur seit 637 besetzt. Es ist jetzt schon fast 500 Jahre her. Es wird Zeit, dass wir das mal wieder seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Und der rechtmäßige Besitzer sind ja wohl wir Christen. So war das Bewusstsein. Und von daher hatte man eigentlich ein reines Gewissen bei diesem Kriegszug. Denn nach der Lehre des Kirchenvaters Augustin, wann ein Krieg gerecht sei, war es klar, wenn es ein Verteidigungskrieg ist, dann ist er gerecht. Angriffskriege sind problematisch, aber Verteidigungskriege wären gerecht. Diese Pilgerfahrt nach Jerusalem, so interpretierte man es, war aber kein Angriffskrieg, sondern es war endlich die Verteidigung gegen das, was seit 500 Jahren dort passiert war. Es war eine Verteidigung, es war nochmal der Versuch, Jerusalem zurückzugewinnen gegen die Muslime, die angegriffen hatten, damals 637. Man hatte also ein reines Gewissen, man zog nur in eine notwendige Verteidigung. Außerdem gab es ganz viele Priester, Christen, die für den Kreuzzug predigten.
Alle machten den Kreuzfahrern ein reines Gewissen. Gott will es, das kannst du dir sicher sein. Auch wenn du da Menschen töten wirst, das will Gott so, das geht halt jetzt nicht anders, um das Heilige Land zurückzuerobern. Auch in der Bibel gibt es ganz oft Schlachten. Guck dir das Alte Testament an, da will Gott das auch, dass feindliche Völker abgemetzelt werden und Menschen getötet werden. Also du kannst dir sicher sein, wenn du mit deinem Schwert zuschlägst, das ist schon der Wille Gottes. Du darfst ein reines Gewissen haben. Gott freut sich, wenn du das machst. Es ist Gottesdienst, Muslime zu töten. Das gab den Kriegern ein reines Gewissen. Dazu kamen natürlich auch massive wirtschaftliche Interessen. Man wollte Länder erobern, man wollte Plünderungen durchführen, man wollte die Schätze des Orients haben, um sich selber zu bereichern. Man wollte neue Handelswege eröffnen. Also es waren auch wirtschaftliche, massive wirtschaftliche Interessen in diesen Kriegen mit dabei, neue Wirtschaftsräume und Handelswege zu erschließen. Ein seltsamer Nebengedanke dabei war auch, dass man vielleicht auch wieder zu einer Einheit der Christenheit, der Gesamtchristenheit dadurch kommen könnte. Seit 1054 gab es ja das große Schisma. Katholische und orthodoxe Kirche hatten sich gegenseitig gebannt und verflucht. Jetzt auf einmal rief der byzantinische orthodoxe Kaiser die Katholiken zu Hilfe. Vielleicht wäre das jetzt auch eine Chance, so dachte man, um wieder zu einer Einheit zu kommen. Wenn wir so gemeinsam in den Krieg ziehen, dann könnte es doch möglich sein, dass es wieder zu einer Weltchristenheit kommen könnte. Und ja, das war so ein Traum, den man am Anfang damit verband. In der Realität wurde es dann doch eher bald ein Gegeneinander. Ja, so gab es also viele Gründe, viele Ziele, viele Hintergründe, weswegen damals 1095 viele Leute sagten, das ist jetzt eine super Idee, das packen wir jetzt mal an. Seltsamerweise kam es nun aber zu einer, ja, wie soll man sagen, zu einer mysteriösen kleinen Startepisode dieser Kreuzzüge. Bevor der erste richtige Kreuzzug losging, kam es zu einem sogenannten Volkskreuzzug. Die ersten, die sich begeistern ließen für diesen Kreuzzug, waren gar nicht Soldaten und Ritter und Krieger. Die bereiteten den Kreuzzug langfristig vor. Da wusste man, wie man einen Krieg führt. Die ersten, die sich aber wirklich begeistern ließen und sich gar nicht mehr aufhalten ließen, waren ganz normale Menschen. Von diesem Konzil in Clermont gingen jetzt erstmal Wanderprediger durchs Land und sagten: Habt ihr schon gehört? Wir befreien Jerusalem. Und auf einmal meldeten sich ganz viele Freiwillige, die jetzt diesen Kreuzzug mit unternehmen wollten, die ja auch diesen Ablass kriegen wollten, Sündenvergebung. Und das waren vor allem arme Menschen, einfache Menschen, die gar keine Vorstellung hatten von Krieg, von Eroberung, von Geografie, von Entfernungen, von Muslimen schon gar nicht, die einfach sagten, ja, der Papst hat es gesagt und ich will mithelfen, Jerusalem zu erobern. Gott will es ja, so schwierig wird es schon nicht sein. Und viele einfache Menschen, Bauern und so, verkauften auf einmal ihren ganzen Besitz und sammelten sich in Kolonnen hinter kleine Wanderprediger, manchmal auch Leibeigene, die wegliefen und sagten, ich will mal was Sinnvolles machen. Und es bildeten sich in ganz Mitteleuropa auf einmal so Ströme von Menschenmassen, die sich teilweise mit ihren ganzen Familien diesen Zügen anschlossen und ihren Ochsenwagen vollpackten und einfach los auf nach Jerusalem zogen. Das waren Menschen, die waren in ihrem Leben noch nicht weiter als 20 Kilometer von zu Hause jemals weg gewesen. Und so zogen sie mit ihrem Ochsenwagen und als sie auf einmal 50 Kilometer von zu Hause weg waren und eine neue Stadt sahen, dann riefen sie schon aus, ist das jetzt aber endlich Jerusalem oder was?
Es war nicht Jerusalem, es war immer noch Belgien oder so. Trotzdem ließen sie sich nicht stoppen. Einer der berühmtesten Wanderprediger hieß Peter von Amiens. Der führte auf diese Weise 15.000 einfache Menschen erstmal bis nach Köln. Da plünderte man das Judenviertel. Man musste sich ja irgendwie versorgen. Und die ersten Christenfeinde sozusagen, die ersten Ungläubigen, die man traf, waren nicht Muslime, sondern es waren Juden. Das waren die einzigen Menschen in Europa, die keine Christen waren. Und da man ja generell das Ziel hatte, die Welt von Ungläubigen zu befreien, ja, versuchte man es mal zuerst an den Juden. Also es begannen jetzt Judenpogrome auf dem Weg dieser Kreuzzüge. Viele wurden da umgebracht. Diese ersten Volkskreuzzugsströme vereinigten sich dann zu einem großen Strom, der im Sommer 1096 mit 35.000 Menschen nach Osten zog. Die meisten zu Fuß, nur 10% hatten irgendwie Pferde so dabei. Die meisten hatten auch gar keine Waffen. Teilweise waren sie mit Mistgabeln bewaffnet oder so. Und so zog man Richtung Ungarn, verwüstete, plünderte die Landstriche, durch die man so zog. Die Moral dieser Leute wurde auch immer nebensächlicher. Man bekam ja am Ende sowieso die Sündenvergebung, dachte man sich. Also ist jetzt auch egal, wenn ich jetzt während des Zuges noch sündige. Es war ein Saufgelage, man stahl sich gegenseitig die Sachen, man fluchte, man hurte. In blinder Begeisterung zog man so 30 Kilometer pro Tag durch den Balkan, bis man eines Tages dann vor den Toren von Konstantinopel stand und dem Kaiser Alexios zuwinkte und sagte: Hallo, du hast um Hilfe gerufen, hier sind wir, wir wollen dir helfen und den Orient von den Ungläubigen befreien. Kaiser Alexios war ziemlich entsetzt, als er diese unorganisierten Menschenmassen dort sah. Er wusste gleich, die sind einem keine große Hilfe. Er half ihnen, über den Bosporus rüber zu schiffen und wusste schon, was dort passiert. Dieser Volkskreuzzug hatte militärisch gar keine Chance gegen die Seldschuken. Sie wurden fast vollständig aufgerieben, nur wenige Menschen schafften es, wieder zurück nach Konstantinopel zu fliehen. Das war's dann mit der ersten großen Volksbegeisterung für diesen Kreuzzug. Am 15. August 1096 begann dann der erste wirklich organisierte, geordnete Heereszug, der nach Osten zog. Der französische König konnte nicht mitmachen, er war gerade vom Papst gebannt. Der deutsche Kaiser Heinrich IV., der damals nach Canossa gegangen war, der war auch noch gerade gebannt. Und so konnte dieser Kreuzzug nicht von irgendwelchen Königen geführt werden, sondern von Fürsten, von französischen Fürsten, von normannischen Fürsten aus Süditalien, die dazu kamen. Und so machte man sich mit vier Heeresgruppen, die jeweils so 15.000 Soldaten umfassten, auf. Also es war schon ein ziemlich großes Heer, 60.000 Leute, die Richtung Konstantinopel zogen, die Konstantinopel erreichten und die dann tatsächlich im Frühjahr 1097 nach Anatolien übersetzten auf den Bosporus und das erste große militärische Ziel in Angriff nahmen. Das war Nicäa. Die große ehemalige Stadt des christlichen Kaisers, bei der 325 das erste ökumenische Konzil stattgefunden hat. Man belagerte diese Stadt 1097. Die Byzantiner griffen mit ihrer Flotte vom Meer an, die Kreuzfahrer von Land, und dagegen hatten die Muslime keine Chance. Tatsächlich mit dieser katholisch-westeuropäischen Unterstützung gelang es, Nicäa wieder zurückzuerobern, 1097. Danach musste man den langen Weg antreten durch Anatolien. Das war nicht so einfach.
Es war heiß, es gab Infektionskrankheiten, ein Sechstel der Kämpfer, 10.000 Soldaten starben auf dem Weg durch die Türkei, kann man sagen. 1098 erreichte man dann die Gegend um Edessa. Ein Teil des Zuges eroberte dieses Fürstentum Edessa, was eigentlich ein christliches Gebiet war. Und dort setzten sich ein Teil der Kreuzfahrer jetzt fest. Der Rest der Kreuzfahrer hatte jetzt eigentlich nur noch ein großes Problem auf dem Weg nach Jerusalem. Das war die Stadt Antiochia in Syrien. Eine große Stadt, die ein halbes Jahr lang belagert wurde. Und viele Kreuzfahrer starben schon während dieser Belagerung an Hunger. Aber fast wie durch ein Wunder gelang es, die Stadt einzunehmen. Man wurde dann aber in der Stadt eingeschlossen von einem riesigen türkischen Heer. Man wollte schon fast aufgeben, bis die Nachricht kam, dass man in der Stadt die heilige Lanze gefunden habe. Die heilige Lanze, die wir schon bei den Ottonen, bei den Sachsenkaisern gesehen hatten. Die Lanze, mit der Jesus in die Seite gestochen wurde, in der ein Nagel vom Kreuz eingearbeitet war. Eine der wichtigsten christlichen Reliquien, die es so gab. Und ein Herrschaftszeichen auch, wer die heilige Lanze hat, der hat Macht. Und das gab den Kreuzfahrern den Mut, durchzuhalten und tatsächlich auch das muslimische Heer zu besiegen und zu vertreiben. Antiochia wurde zu einem christlichen Reich umgemünzt. Also man hat jetzt unterwegs schon zwei christliche Reiche errichtet in Edessa und in Antiochia. Und so stand man jetzt sozusagen vor der letzten großen Herausforderung, tatsächlich Jerusalem einzunehmen. Unterwegs gab es dann aber auch wieder Streit, weil die Byzantiner eigentlich dachten, ihnen gehört jetzt Antiochia, aber es wurde dann faktisch von den Normannen besetzt und erobert. Also um jeden Besitz gibt es auch gleich immer wieder Streit. Jetzt genau in dieser Phase, kurz bevor man sozusagen auf Jerusalem vorrücken wollte, kam es in Jerusalem selbst zu einem Machtwechsel nochmal kurz davor. Die Seldschuken wurden kurz vorher von den Ägyptern nochmal vertrieben, so dass die Ägypter sagen, wir haben jetzt die Herrschaft über Jerusalem und wir werden das auch verhindern, dass die Kreuzfahrer kommen. Man vertrieb alle Christen aus der Stadt und man machte rings um Jerusalem alle Wasserstellen unbrauchbar, so dass die Kreuzfahrer nichts mehr zu trinken hätten. Das Kreuzfahrerheer brach von Antiochia auf im Januar 1099. Am Ende war es so, dass letztlich nur ein Zehntel aller Kämpfer, die aufgebrochen waren, Jerusalem tatsächlich erreichten, von 60.000 wahrscheinlich nur so 6.000, die dann Jerusalem belagerten im Sommer 1099. Einen Monat lang belagerten sie. Es war nicht so einfach, denn es war wirklich schwierig, etwas zu trinken zu finden, so dass sie irgendwann auch sagten, wir müssen das jetzt mal schnell zu Ende bringen. Hier nach einem Monat Belagerung wurde Jerusalem erstürmt und sie schafften es tatsächlich. Und es muss wohl nach den Chronisten ein ziemliches Gemetzel gewesen sein. Ihr könnt das im Quellentext KGQ 31 nachlesen. Es gibt da Berichte, dass die Kreuzfahrer ziemlich unterschiedslos alle Menschen abgeschlachtet haben, die sie da so vorfanden. Und deswegen muss ich jetzt mal kurz eine Pause machen. So, Entschuldigung kurz, hier kam gerade ein Anruf, als ich gerade mitten bei der Erstürmung Jerusalems war. Die aus Sicht der christlichen Kreuzfahrer erfolgreich gewesen ist. Tatsächlich war es so, dass militärisch gesehen dieser erste Kreuzzug zu einem erfolgreichen Ziel kam. Man erreichte es, dass Jerusalem aus muslimischer Hand befreit wurde und unter christliche Herrschaft kam.
Ein Bote wurde gesandt zu Papst Urban II., dass sein Aufruf von 1095 jetzt 4 Jahre später endlich zum Ziel gekommen war. Jerusalem war befreit. Leider starb Papst Urban kurz bevor ihn diese Nachricht erreichte. Neuer Herrscher von Jerusalem wurde Gottfried von Bouillon. Er nannte sich nicht gleich König von Jerusalem, weil er dachte, dass dieser Titel gebührt eigentlich Jesus. Er nannte sich nur Beschützer des Heiligen Grabes. Und es gab noch mal ein paar Scharmützel. Ein letzter Großangriff aus Ägypten wurde 2 Wochen später erfolgreich abgewehrt. Und tatsächlich schaffte man es erstmal für lange Zeit dauerhaft, die Kreuzfahrerherrschaft über Jerusalem einzurichten. Viele der Kreuzfahrer wollten jetzt aber nicht da bleiben, sondern sie wollten mit ihrer Beute jetzt nach Hause kommen. Sie waren jetzt ja sündlos, sie hatten das Ziel der Pilgerfahrt erreicht. Nur 3000 Soldaten blieben als Besatzungsarmee in Jerusalem und die restlichen Kreuzfahrer, was ja auch nicht mehr so viele waren, wahrscheinlich auch nur noch so 3000, kamen nach Europa zurück und verkündeten ihren großen Sieg, was in Europa natürlich die Begeisterung noch mehr steigerte. Und was auch ja, dazu führte, dass sich noch mehr junge Männer das vorstellen konnten, auch in Zukunft dort in den Orient zu gehen. Viele Pilger und Soldaten kamen jetzt in der Folgezeit ins Heilige Land. Man rechnet damit, dass insgesamt 750.000 Menschen in diesen 200 Jahren allein das Leben verloren haben in diesen Kreuzzügen. Also es waren riesige Massenbewegungen, die dort vom Orient und Europa hin und her gingen, so wie es bis dahin eigentlich noch niemals gewesen war. Gottfried von Bouillon, der erste Herrscher über Jerusalem, der starb schon nach 1 Jahr Regierungszeit. Sein Bruder Balduin, der kam aus Edessa und übernahm dann die Herrschaft. Er nannte sich dann auch jetzt König von Jerusalem. Also es wurde ein richtiges Königreich Jerusalem gegründet, wozu dann auch noch umliegende Ortschaften eingemeindet wurden. Wichtige Küstenstädte wurden auch von den Muslimen jetzt erobert, sodass ein großes Königreich Jerusalem entstand, so im Staatsgebiet des heutigen Israel, könnte man sagen, so ungefähr, bis in den Libanon hinein. Und ja, so hatte man dann den Zugang zum Mittelmeer und konnte ein stabiles Reich aufbauen. Allerdings zerstritten sich die Christen dann auch immer mehr, die Normannen gegen die Oströmer und so weiter. Christen kämpften jetzt auch gegen Christen und viele sahen schon bald in dem Kaiser von Konstantinopel so den eigentlichen Feind. Also diese Siegerkoalition war schon ziemlich schnell zerbrochen und es wurde schon bald dann Kreuzzüge aufgerufen, weil untereinander Leute in Gefangenschaft geraten waren. Der normannische Herrscher Bohemund, der war in türkische Gefangenschaft geraten. Da gab es dann 1101 schon wieder einen neuen Kreuzzug, um den zu befreien. Also es ging dann gar nicht mehr um Jerusalem bei den folgenden Kriegen teilweise, sondern auch um ja, die Festigung der Macht dort im Orient. Das einzig Gute aus christlicher Sicht war, dass die Muslime sich selber nicht grün waren. Ägypter kämpften gegen die Seldschuken und so weiter. Die muslimische Welt war bis weit in das 12. Jahrhundert hinein in sich zerstritten und konnte so keine wirkliche Gegenmacht gegen die Christen sein. Wenn man sich jetzt so ein paar grundsätzliche Charakteristika vor Augen führt in dieser Kreuzfahrerzeit, dann muss man noch eins wissen, dass nämlich die Kreuzfahrer in dieser Zeit von den Muslimen meistens einfach als die Franken bezeichnet wurden. Die Franken, das gab es, also selbst die Kreuzfahrer, die ersten nannten sich selber Franken, denn die meisten kamen aus Frankreich. Auch die damaligen Chronisten, auch die Muslime, sie redeten in ihren Berichten dann immer von den Franken, die da angegriffen hatten.
Es ging also nicht generell darum, dass die Christen so die Angreifer waren, sondern man war sich schon bewusst, das waren Christen aus dem Frankenreich, aus Westeuropa, die da gekommen waren. Das waren jetzt nicht die Byzantiner, die da angekommen waren in Jerusalem, sondern das waren Franzosen, Nachfolger des Frankenreichs. Deutsche waren auch gar nicht mit bei diesem ersten Kreuzzug. Es waren eigentlich alles Franzosen mit ein paar Normannen, aber die, die dann tatsächlich in Jerusalem angekommen waren, waren fast nur Franzosen gewesen. Außerdem war das wahrscheinlich auch so, dass in der muslimischen Erinnerung diese Schlacht von Tours und Poitiers 732 gegen die Franken, die man damals verloren hatte, ja immer noch in lebhafter Erinnerung waren. Also wenn Krieg war gegen Christen, dann waren es hier so die Franzosen gewesen. Man merkte das auch, dass sozusagen diese Kreuzfahrerstaaten, vor allem dieses Königreich Jerusalem, von den Franken, von den Franzosen erobert worden ist, weil es ja sich dort eine ganz eigene Art von Lebenskultur dann entwickelte. Es wurde Französisch gesprochen und man verband so diese französische Lebensart mit dem, was man da so vorfand an christlich-muslimischer Kultur. Es entwickelte sich so eine ganz eigenartige christlich-französisch-orientalische Lebenskultur dort. In den ersten 50 Jahren sagt man, dass 750.000 Europäer nach Israel aufgebrochen sind, wovon ein Drittel ungefähr in den Kämpfen umkam, ungefähr die Hälfte wieder zurückkehrte und der Rest sozusagen dann sich dort ansiedelte im Orient. Eine neue Erfindung, die es in diesem Zusammenhang damals gab, waren die Ritterorden. Es gab ja Mönchsorden, die Benediktiner, die in ihren Klöstern saßen, die beteten und arbeiteten und studierten. Und nun im Zuge der Kreuzzüge verband sich auf einmal das Mönchtum mit dem Rittertum, mit soldatischer Kultur. Und dadurch entstanden eigene Orden, die gleichzeitig Mönche waren und Krieger, die kämpften und beteten und heilten sozusagen. Es gibt da drei große Orden, die vor allem wichtig sind, die man als Ritterorden bezeichnet. Das waren die Johanniter zum einen, die hatten schon vor den Kreuzzügen ein Hospital in Jerusalem errichtet, ein christliches Hospital, das Johanneshospital, weil in der Nähe die Johanneskirche war. Und so nannte sich dann dieser Orden, diese Krankenpfleger in dem Krankenhaus nannten sich dann die Johanniter. Und daraus bildete sich dann 1120, als die Kreuzzüge dann schon losgegangen waren, eine eigene Bruderschaft von christlichen Ärzten und Pflegern. Und irgendwann entwickelte es sich so, dass dieser Orden, der eigentlich ein Krankenpflegeorden war, dann auch anfing mit zu kämpfen bei den Kreuzzügen, so dass ja Militär und Krankenpflege sich miteinander verbanden. Ursprünglich hatten diese Johanniter einen schwarzen Mantel mit weißem Kreuz, daran konnte man sie erkennen. Später wurde es dann verändert in einen roten Mantel mit weißem Kreuz. Das ist bis heute auch das Zeichen der Johanniter. Im 16. Jahrhundert erhielt dieser Orden dann auch die Insel Malta noch und deswegen nannte man sie auch die Malteser. Daraus entwickelte sich dann sogar ein evangelischer Zweig noch im 19. Jahrhundert. Also diese Malteser, Johanniter, die es ja bis heute gibt, als diakonische Vereinigungen, die sich um Krankenpflege kümmern, die waren damals in der Zeit der Kreuzzüge Ritterorden, die eben kämpften und Kranke pflegten. Ein zweiter Ritterorden war der sogenannte Deutsche Orden. Das war eine Gründung so Ende des 12. Jahrhunderts, eine Bruderschaft, die auch sich um Kranke kümmerten.
Das war natürlich wichtig, dass bei solchen Kriegszügen Verwundete gepflegt wurden und so. Und das war immer so der erste Ansatz. Man pflegte die Kranken, man war sozusagen ein Lazarettorden und gleichzeitig kämpfte man dann auch mit, wenn es nötig wurde. Dieser deutsche Orden, die einen weißen Mantel mit schwarzem Kreuz hatten, die wurden dann auch für Kreuzzüge benutzt, die dann in Europa auch stattfanden, nach Nordeuropa. Sie wurden zum Beispiel dafür verwendet, der Deutsche Orden zog zu den Preußen im Baltikum, in Ostpreußen, um die zu christianisieren. Sie siedelten sich dann auch dort an. Sie bekamen dieses Land dann sogar selbst zugesprochen. Das war dann Deutschordensland. So ist der Deutsche Orden mit der Christianisierung der Preußen ganz eng mit der deutschen Geschichte dann auch verbunden, weil aus dieser Gegend um Ostpreußen breitete sich Preußen dann aus und aus Preußen entstand dann Deutschland. Es war sozusagen die Wiege des Deutschen Reiches. Auch hier in Marburg bei uns die Elisabethkirche ist von diesem Deutschen Orden gegründet worden und gebaut worden. Einer der mysteriösesten Ritterorden waren die sogenannten Templer, eine Mönchsgemeinschaft, die zunächst nach der Benediktinerregel lebten und die ihren Palast auf dem Jerusalemer Tempelberg bauten, dort im christlichen Königreich Jerusalem. Deswegen nennt man sie die Templer. Die waren vor allem militärisch ganz gut organisiert. Sie wollten Pilger schützen. Und es waren fromme Soldaten sozusagen, die sehr gut organisiert waren, die deswegen auch sehr reich wurden, die irgendwann sogar der katholischen Kirche selbst zu mächtig, zu reich wurden und die deswegen schon 1312 wieder aufgelöst wurden nach den Kreuzzügen. Sie trugen einen weißen Mantel mit rotem Kreuz. Das waren Ritterorden. Also auf einmal gab es Mönchsorden nicht nur in Klöstern, sondern auch auf den Schlachtfeldern, die jetzt tatsächlich kämpften und die man auch an ihren Mänteln und Zeichen gut erkennen konnte. So kam es dann zu weiteren Kreuzzügen. Der offiziell in der Zählung der zweite Kreuzzug fand in den 1140er Jahren statt. 1144 wurde dieses christliche Reich Edessa in Syrien von den Muslimen wieder zurückerobert. Das brachte große Bestürzung im Abendland hervor. Damit hatte man nicht gerechnet, dass man so ein christliches Reich da im Orient so schnell wieder verlieren konnte. Und Bernhard von Clairvaux, der große Zisterziensermönch, der wollte dann quasi wieder. Er wurde dazu eingespannt, zu einem neuen Kreuzzug aufzurufen. Er weckte Begeisterung für den Kreuzzug. Er überredete diesmal sogar den deutschen König Konrad III. Mitzumachen beim Kreuzzug. Auch Böhmen, Polen, Engländer, sogar Norweger machten diesmal mit. Eine große europäische Koalition für eine Rückeroberung dieses verloren gegangenen Reiches Edessa. Man ging dort wieder in eine erste Schlacht nach Nicäa, wo das deutsche Heer schon fast vernichtet worden ist. Die anderen Heeresteile erreichten dann tatsächlich das Heilige Land, aber dann hielt man es für zu schwierig, Edessa zurückzuerobern. Man belagerte stattdessen Damaskus. Damaskus war aber eigentlich mit Jerusalem verbündet, obwohl es Muslime waren. Also man machte militärisch total komische Entscheidungen. Man war selber dann auch so zerstritten, dass man auch Damaskus nicht einnehmen konnte. Und man brach dann das ganze Unternehmen einfach ab. 1149 kehrten alle Kreuzfahrer enttäuscht zurück nach Europa und sie konnten nichts vorweisen. Sie hatten nichts erobert, nichts gewonnen. Es gab nur eine kleine Nebenepisode, dass ein paar Kreuzfahrer, die mit dem Schiff hinkommen wollten, von außen über Frankreich und Spanien, über Gibraltar dann ins Mittelmeer wollten, dass die auf einmal an Lissabon vorbeikamen und
Es schafften, dass dort war gerade ein Krieg in der Reconquista auf der Iberischen Halbinsel, was zurückzugewinnen, und sie unterstützten die christlichen Bestrebungen, Lissabon zurückzuerobern, und das gelang tatsächlich. Aber im Orient war es ein Fiasko. Und ja, Bernhard von Clairvaux musste es irgendwie erklären und sagte, ja, das kann nur daran gelegen haben, dass die Kreuzfahrer ungehorsam waren. Gott wollte es aber auf jeden Fall, diesen zweiten Kreuzzug. Nach diesem zweiten Kreuzzug, den die Muslime ja quasi gewonnen hatten, erstarkte auch so das Gemeinschaftsgefühl unter den Muslimen, und in den folgenden Jahrzehnten organisierten die sich immer mehr und kamen endlich mal zu einer Einheit, die sie bis dahin nicht hatten, die verschiedenen arabischen, türkischen, ägyptischen Fürsten und so. Und so vereinigten sie sich unter einer gemeinsamen Führung, was es bis dahin nicht gegeben hatte. Ab 1174 stieg so ein Führer unter ihnen auf, das war der kurdischstämmige Saladin oder Salahaddin. Und er wurde jetzt der große Führer der gesamten islamischen Welt. Und das gab den Muslimen natürlich große Stärke. Die Christen merkten das nicht so richtig und sie provozierten den Saladin und so immer mehr. Es gab vor allem so einen Quermenschen, Reinald von Châtillon, der ständig immer wieder Plünderungen und Raubzüge in die islamische Welt machte, sodass es irgendwann Saladin reichte und er bei einer großen Schlacht am See Genezareth bei Hattin es zu einer Schlacht auf eine Schlacht ankommen ließ zwischen den Franken und den Heeren Saladins, und Saladin vernichtete das gesamte Kreuzfahrerheer und er besetzte das Königreich Jerusalem. Ganz Palästina und Jerusalem kamen also 1187 wieder unter muslimische Herrschaft. Nach 88 Jahren christlicher Herrschaft über Jerusalem, was ja das eigentliche Ziel der Kreuzzüge gewesen war, war Jerusalem auf einmal wieder verloren. Das war natürlich, diese Meldung rief großes Entsetzen aus in Europa. Jerusalem ist wieder in den Händen der Ungläubigen. Der Papst rief sofort zu einem neuen Kreuzzug auf. Und diesmal machte der König von Frankreich mit, der König von England und der König Friedrich Barbarossa von Deutschland. Alle drei großen europäischen Könige machten sich auf den Weg, um Jerusalem sofort wieder zurückzuerobern. Das deutsche Heer musste über Land ziehen, weil nicht genug Schiffe da waren. Und sie mussten also durch die Türkei ziehen. Und das war schon zu schwierig für sie. Es passierte ein tragisches Ereignis, das bis heute nicht richtig erklärt ist. Der deutsche König Friedrich Barbarossa, er ertrank dort in einem Fluss, in den Fluss Salef, unter ungeklärten Umständen in der Türkei. Und das war für viele deutsche Soldaten schrecklich. Ihr großer Kaiser war tot, durch ein Unglück ums Leben gekommen. Sollte das vielleicht ein Zeichen Gottes sein, dass Gott es doch nicht will, dass Jerusalem angegriffen wird? Und viele fuhren erschüttert nach Deutschland zurück, einige traten sogar freiwillig zum Islam über. Man war ziemlich geschockt. Die Franzosen und Engländer, die machten weiter. Sie kamen übers Mittelmeer, sie konnten die Küstenstadt Akko und Zypern zumindest zurückerobern. Aber Jerusalem, da kamen sie nicht ran. Jerusalem blieb in den Händen Saladins. Richard Löwenherz aus England konnte zumindest wieder erwirken, dass Christen Pilgerbesuche in Jerusalem machen durften. Aber Europa war enttäuscht und sie sagten, so kann es nicht bleiben. Wir müssen es irgendwie zurückerobern. Der dritte Kreuzzug war letztlich auch ein Fiasko und war gescheitert. So rief der Papst 1202 schon wieder zu einem neuen Kreuzzug auf. Wir müssen es nochmal versuchen. Es wurde wieder eine Flotte organisiert und man wollte diesmal in Ägypten anfangen anzugreifen, um Ägypten zurückzuerobern.
Dazu brauchte man eine große Flotte. Diese Flotte wurde von Venedig finanziert. Das konnte man alles gar nicht bezahlen. Und deswegen sagte Venedig, gut, wenn ihr das nicht bezahlen könnt, dann müsst ihr unterwegs halt was erobern, um uns das Geld zu geben. Da gibt es zum Beispiel eine Stadt in Kroatien, Zara, die könnt ihr mal kurz platt machen und plündern und uns das alles geben, was ihr dort kriegt. Das reichte aber noch nicht aus. Und so fuhr dann die Kreuzfahrerflotte erstmal dahin, wo es am meisten Gold und Geld gab, nämlich nach Konstantinopel, zur Hauptstadt der christlichen Welt. Und man griff tatsächlich die byzantinisch-christliche Stadt Konstantinopel an. Und was Muslime schon seit 500 Jahren nicht geschafft hatten, schafften jetzt die Christen selber, die Katholiken aus Westeuropa. Sie eroberten Konstantinopel, plünderten es, gaben Venedig alles Geld und Gold, was sie wollten. Und bei der Gelegenheit führten sie eine Vereinigung des Weltchristentums durch. Sie setzten einfach einen katholischen Bischof in einen römischen Patriarchen in Konstantinopel ein und machten die Kirche wieder zu einer Kirche. Ost- und Westkirche wurden von den Katholiken sozusagen zwangsvereint. Und 50 Jahre lang, bis 1261, gab es mal wieder nur eine große Weltkirche unter der Herrschaft der Katholiken, bis sie das dann irgendwann wieder zurückerobert haben. Und das war eine Zwangsehe, die bei den Orthodoxen in noch schlechterer Erinnerung geblieben ist. Das konnten sie sich nun gar nicht vorstellen. Der Riss zwischen orthodoxer und katholischer Christenheit wurde durch diesen vierten Kreuzzug, wo Christen Christen angriffen und Christen Christen abschlachteten, noch tiefer. Also allein an diesem vierten Kreuzzug sieht man schon den Irrsinn dieser Kreuzzüge, wie sich das alles verselbstständigt hat. Es ging gar nicht mehr um das heilige Land, um Jerusalem zu befreien. Es ging nur noch um Macht und Geld. Das führte dann sogar zu einer ganz skurrilen Episode, dass nämlich auf einmal jugendliche Prediger in Europa auftauchten, die sagten, ja, wieso haben wir jetzt schon wieder Jerusalem nicht erobert? Auch der vierte Kreuzzug ist gescheitert. Es heißt ja in der Bibel, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, in Sacharja 4, Vers 6. Und so tauchten also jugendliche Prediger auf, die sagten, gut, wenn das so ist, nicht durch Heer oder Kraft, dann kann Jerusalem eigentlich nur durch die Machtlosesten der Machtlosen erobert werden, durch Kinder. Und tatsächlich ließen sich auf einmal Kinder und Jugendliche für eine Idee begeistern, ohne Waffen Jerusalem zurückzuerobern. Man wollte durch Europa ziehen und erwartete, dass das Mittelmeer sich teilen würde, wie das Rote Meer im Alten Testament, und dass man trockenen Fußes bis Jerusalem wandern würde und dass Gott selber kämpfen würde und freiwillig und er es schenken würde, dass Jerusalem wieder in die Hand der christlichen Kinder fällt. Tausende von Kindern zogen los Richtung Mittelmeer, unbewaffnet und in Armut. Es gab zwei Züge. Der eine kam dann irgendwann in Rom an und der Papst sagte, Kinder, geht alle wieder nach Hause. Es ist totaler Quatsch, was ihr hier macht. Und der zweite Zug kam in Marseille tatsächlich am Mittelmeer an, wo sich die Sklavenhändler schon darauf freuten, die Kinder in Empfang nahmen, ihnen versprachen, sie irgendwie nach Jerusalem zu verschiffen. Aber sie wurden stattdessen in die Sklaverei nach Nordafrika gebracht. Ein totales Fiasko in einem religiösen Wahn, würde man heute sagen. Jerusalem war immer noch nicht zurückerobert. Der deutsche Kaiser Friedrich II., der musste, um seine Macht zu sichern, sich irgendwie mit dem Papst arrangieren und musste ihm dann irgendwann versprechen, einen neuen Kreuzzug zu organisieren, um Jerusalem doch wieder zurückzuerobern. Er verschob das und verschleppte das. Aber 1227 war es dann doch soweit und der fünfte Kreuzzug sollte beginnen. Aber gerade als man losfahren wollte, brach eine Seuche aus, vielleicht die Pest oder irgendwas. Jedenfalls bekamen ganz viele Leute Fieber und starben.
Auch der Mann von der heiligen Elisabeth, der Landgraf von Thüringen, Ludwig IV., war mitgezogen und noch bevor er überhaupt auf dem Schiff war, starb er schon in Otranto in Süditalien. Der Kreuzzug musste abgebrochen werden wegen der Seuche oder war es nur eine vorgeschobene Seuche? Also auf jeden Fall gab es dort Todesfälle. Jedenfalls zog Kaiser Friedrich II. Doch nicht in den Krieg. Und der Papst bannte ihn dafür, schloss ihn aus der Kirche aus. Das war ihm dann auch mal egal. Und er versuchte mal auf einem ganz anderen Weg das Problem zu lösen, sodass er in diplomatischer Mission in den Orient zog und mit dem Sultan El-Kamil einen Friedensvertrag aushandelte. Manches muss man vielleicht gar nicht militärisch lösen, sondern kann es auch diplomatisch lösen. Und dieser Friedensvertrag besagte, dass Jerusalem und Bethlehem und Nazareth wieder zurück zu den Christen kommen konnte. Und im Tausch gegen einige syrische Gebiete, die den Muslimen wichtiger waren, bekamen jetzt also die Christen tatsächlich ihre drei wichtigsten Städte wieder: Jerusalem, Bethlehem und Nazareth. Was wollen wir mehr? Und so gehörte das wieder die Christen. Friedrich II., der deutsche Kaiser, erreichte also, was ganz Europa sich sehnsüchtig erwartete: Jerusalem wieder unter christlicher Herrschaft. Was allerdings auch nur 15 Jahre anhielt, bis dann wieder ein neuer türkischer Stamm Jerusalem zurückeroberte. Und dann wurden auch noch die restlichen Sachen der Christen, die restlichen Gebiete immer weiter zurückerobert, schließlich im 13. Jahrhundert von den Muslimen. 1291 fiel dann tatsächlich die letzte christliche Stadt im Orient, Akko, die Küstenstadt. Die Idee der Kreuzzüge war damit endgültig am Ende. Man hatte alles, was man erobert hatte, wieder verloren. Man war zurückgedrängt worden nach 200 Jahren Eroberungskriegen im Nahen Osten, war alles gescheitert und man musste sich eingestehen, die Kreuzzüge waren ein Fiasko gewesen. Aber wieso waren die Kreuzzüge eigentlich so ein Fiasko? Das kann man natürlich auf der einen Seite erstmal rein militärisch betrachten und sagen, warum haben die christlichen Truppen gegen die muslimischen Truppen verloren? Da gibt es einige Gründe dafür, die man anführen kann. Zum einen fehlte den Christen das Wissen über den Orient. Nicht nur, dass man sich über die Topographie und das Gelände und die Zustände, das Klima oder so dort nicht im Klaren war, sondern auch, man wusste gar nichts über die Menschen und die Völker dort. Man unterschied die verschiedenen Gruppen im Orient nicht. Die muslimischen Völker waren in sich eigentlich zerstritten und wenn man sich da die richtigen Verbündeten rausgesucht hätte, wäre ein viel schlagkräftigeres Vorgehen möglich gewesen. So bekämpfte man oft nicht die eigentlichen Feinde, die Seldschuken, sondern ausgerechnet die Gegner der Seldschuken, mit denen man sich eigentlich hätte verbünden können, die friedlichen arabischen Emire, mit denen man eine gute Kooperation hätte eingehen können. Die verschreckte man zuerst und besiegte sie, dezimierte sie, sodass sie ihnen dann auch nicht helfen konnten. Sogar christliche Völker gab es dort im Orient, wie die Armenier, die man auch statt zu Verbündeten zu machen, im Gegenteil angriff und versuchte, ihr Gebiet zu erobern. Man ging einfach blind davon aus, man will Land erobern, man will Länder besetzen und Reichtum haben. Da zeigt sich auch schon der Irrsinn der Ziele der Kreuzzüge. Dadurch wurden dann letztlich auch die arabischen Völker irgendwann auf die Dauer zusammengeschweißt, weil sie in den Christen auf einmal einen gemeinsamen Gegner hatten. Das führte dann schließlich zur Stärkung der muslimischen Einheit, sodass Saladin dann wirklich auch im dritten Kreuzzug die muslimischen Völker in einer Einheit zum Sieg führen konnte. Der größte Verbündete, den man eigentlich hätte haben können, das war ja das oströmische christliche Reich, Byzanz.
Aber gerade mit den Byzantinern, mit die ja die Christen, die katholischen Christen am Anfang zu Hilfe gerufen hatten, gerade mit denen zerstritt man sich schon sehr schnell, verfeindete sich, und im vierten Kreuzzug griff man dann sogar Konstantinopel direkt an und zerstörte das Herz der oströmischen christlichen Welt. Von daher kann man sagen, also die Bündnispolitik war eine Katastrophe bei den Kreuzzügen, und das war ein entscheidender Grund dann auch schließlich für die letztendliche Niederlage. Der einzige Erfolg dieser Kreuzzugzeit war letztlich die spanische Reconquista. In Spanien gelang es tatsächlich, die muslimische Herrschaft abzuschütteln und dauerhaft aus Europa zu vertreiben. Im Jahr 1212 kam es in der Schlacht von Las Navas de Tolosa zum entscheidenden Übergewicht der Machtverhältnisse zugunsten der Christen auf der Iberischen Halbinsel, und dann fielen wie Dominosteine die wichtigen muslimischen Festungen und Städte in Spanien: Cordoba 1236, Valencia 1238, Sevilla 1248, dann die Algarve. Als letztes blieb eigentlich nur noch Granada übrig als ein muslimischer Vasallenstaat. Granada kapitulierte dann aber endgültig im Jahr 1492, und alle Juden und Muslime, die noch nicht zum Christentum übergetreten waren, die mussten jetzt entweder sich taufen lassen oder das Land endgültig verlassen. Im Jahr 1492, also genau in dem Jahr, als Kolumbus Amerika entdeckte, war sozusagen die spanische Rückeroberung abgeschlossen und Westeuropa war wieder frei von muslimischer Herrschaft. Es war ein spezielles Datum, 1492, denn die Spanier und Portugiesen machten dann schließlich danach in Amerika eigentlich nahtlos weiter, so wie sie in Spanien aufgehört hatten. Man hatte Jahrhunderte trainiert, wie man gegen Ungläubige kämpft, wie man Gebiete wieder christianisiert. Und das, was man da gelernt hat, diese gewaltsame Christianisierung, das steckte den Spaniern und Portugiesen dann so im Blut, dass sie das dann letztlich auch in Amerika gar nicht so viel anders gemacht haben. Die brutale Christianisierung des amerikanischen Kontinents, vor allem durch Spanier und Portugiesen, hat ihre Gründe in den Jahrhunderten davor, in dem Kampf gegen Muslime auf der Iberischen Halbinsel, in der Reconquista. Und das erklärt dann auch manche Vorgehensweise in Amerika. Wir kommen zu einem abschließenden Fazit. Was machen wir jetzt mit dieser 200-jährigen Geschichte der Kreuzzüge? Ein riesiges, komplexes Geschehen mit vielen Auswirkungen, was uns heute mit dem zeitlichen Abstand ganz fremd vorkommt und eher verwirrt. Der Versuch einer kleinen Bilanz. Wenn man mal zusammenfasst, was so in den Kreuzzügen passiert ist und was für Auswirkungen die hatte, dann muss man als erstes sagen, in diesen 200 Jahren von ungefähr 1100 bis 1300 bis 1300 haben ungefähr 750.000 Europäer ihr Leben gelassen im Zusammenhang mit den Kreuzzügen. Eine Dreiviertelmillion Menschen, Kämpfer, Soldaten, allein auf der europäischen Seite. Wie viel dazu noch auf der orientalisch-arabisch-muslimischen Seite dazukommen, bleibt dahingestellt. Also ein großer Verlust an Menschen durch diese kriegerischen Streitigkeiten. Eins muss man sagen, durch die Kreuzzüge ist die islamische Welt den Europäern natürlich auf einmal viel näher gekommen, viel bekannter geworden. Man hat gelernt, sie viel differenzierter zu betrachten. Es hat sogar ja einige Jahre und Jahrzehnte am Anfang gedauert, bis man überhaupt begriffen hat, was Muslime überhaupt sind. Viele dachten, es sind Götzendiener und konnten, ja, es brauchte lange Zeit, bis man verstanden hat, dass sie eine monotheistische Religion überhaupt sind.
Also da gab es tatsächlich dann nach den Kreuzzügen eine wesentlich differenziertere Wahrnehmung. Tragisch ist aus heutiger Sicht, dass ja, und auch bezeichnend, dass es aus dieser Zeit der Kreuzzüge, aus diesen 200 Jahren, kaum missionarische Bemühungen gab, die versucht haben, freundlich und mit Worten Muslime für den christlichen Glauben zu gewinnen. Es war 99,9% ein militärisches Unternehmen. Das zeigt auch, was so der eigentliche Sinn und Zweck dahinter war. Es ging letztlich nicht darum, dass mehr Menschen Christen werden, sondern es ging um Macht und Herrschaft, um Besitz, um die Frage, wer hat im Heiligen Land das Sagen. Franz von Assisi war einer der wenigen, von denen wir wissen, dass er eine echte Missionsreise in den Orient gemacht hat, um ja wirklich Leute, Muslime, den Sultan von Ägypten damals zu überzeugen, ob er nicht Christ werden möchte. Das war natürlich im Rahmen einer solchen kriegerischen Großauseinandersetzung ein hoffnungsloses Unterfangen. In muslimischen Gebieten sind die Kreuzzüge bis heute eine traumatische Erfahrung. Man hat sie nicht vergessen, obwohl sie jetzt schon 700 Jahre her sind und viele Aggressionen und Aversionen von Muslimen gegen Christen, vor allem gegen Machtausweitungsbestrebungen von christlichen Staaten wie den USA, die hängen immer noch mit diesem Trauma der Kreuzzüge zusammen. Und deswegen ist auch christliche Mission im arabisch-muslimischen Raum bis heute immer noch dadurch belastet und erschwert, dass die Christen ja im Grunde als unglaubwürdige Eindringlinge betrachtet werden, aus dieser Erfahrung der Kreuzzüge heraus. Ein weiterer Effekt war, dass in Europa sich manches verändert hat durch die Kreuzzüge. In der katholischen Kirche nahm der Reliquienkult einen großen Aufschwung, weil man viel kleines Zeug mitbrachte aus dem Orient, Gegenstände, die man dann erklärte als irgendwelche wichtigen Reliquien, ein Nagel des Kreuzes, ein Splitter vom Kreuz oder was weiß ich. Und das Ablasswesen hat natürlich auch eine riesige Stärkung erfahren. Die Versprechungen des Papstes, welche Ablässe man dafür bekommt, wenn man bei den Kreuzzügen mitmacht, das hat dann dem ganzen Ablasswesen Auftrieb gegeben und zu dem dann schließlich geführt, was es dann bei Luther später 200 Jahre geworden ist, ein Massengeldwirtschaftsbetrieb. Man muss auch sagen, dass die Gewalterfahrungen der Kreuzzüge die Leute auch etwas abgestumpft haben. Es war kein Zufall, dass in dieser Zeit der Kreuzzüge in Europa auch neue Foltermethoden eingeführt und legalisiert worden sind. Und die Verbrennung als besonders schlimme Hinrichtungsmethode jetzt auch richtig eingeführt wurde. Da hat man aus den Kreuzzügen einiges mitgenommen und war dann auch in Europa danach etwas brutaler, muss man sagen. Die Ritter, die dann mitgekämpft haben bei den Kreuzzügen, die bekamen in Europa eine immer größer werdende Bedeutung. Und man kann natürlich sagen, dass es positive Auswirkungen auch insofern gab, dass der kulturelle Austausch, der wissenschaftliche Fortschritt durch die Kreuzzüge einen Aufschwung genommen hat. Ja, geistig kam man wieder an viele Quellen ran, die im arabischen Raum aufbewahrt worden waren aus der Antike. Und die orientalische Kultur hat manches in Europa sehr befruchtet, muss man schon sagen. Gleichzeitig wurde das oströmische Kaisertum in Byzanz geschwächt. Die Kreuzzüge waren eigentlich ein römisch-katholisch-westeuropäisches Unternehmen und Byzanz hatte sie zwar am Anfang zu Hilfe gerufen, aber letztlich störte Byzanz eigentlich nur und wurde dann ja auch im vierten Kreuzzug platt gemacht. Ihnen wurde die Herrschaft genommen, 50 Jahre lang. Und letztlich hat man das oströmische Kaisertum geschwächt mit den Kreuzzügen, sodass dann schließlich
die Muslime irgendwann 1453 auch Konstantinopel einnehmen konnten, 1529 schließlich sogar vor Wien standen. Die großen Gewinner der Kreuzzüge waren die Handelsmächte, die vor allem Schiffe hatten. Venedig und Genua, die wurden richtig reich durch die Kreuzzüge. Sie mussten die Soldaten hin und her fahren und sie nahmen dafür richtig gut Geld. Also das Geldwesen nahm dadurch eben auch einen riesigen Aufschwung. Man konnte jetzt irgendwelche Kreuzfahrer nicht mit Naturalien bezahlen und denen irgendwie ein halbes Schwein hinterher schicken, sondern man musste sie mit Geld bezahlen. Und Geld war das entscheidende Ding, was ab jetzt in Europa zählte. Die Medizin nahm einen Aufschwung. Man lernte manches aus der arabischen Welt, auch im Bereich der Krankenpflege. Aber letztlich hatte es für die Christen im Orient, die es ja damals schon vorher gab, negative Auswirkungen, dass sie hinterher als diejenigen, die ja mit den ehemaligen Besatzern und so im Bunde standen, noch mehr beargwöhnt wurden. Sie hatten dann manche Nachteile zu tragen. Die katholische Kirche selbst, die hat ja viel Kredit verloren in diesen 200 Jahren. Sie hat das ja Ganze ja initiiert. Am Ende ist es sang- und klanglos gescheitert. Das Papsttum, was während der Kreuzzüge noch in großer Blüte stand, als das dann alles zu Ende war, ja, war das nicht mehr so angesehen. Und immer mehr Menschen hatten grundsätzliche Zweifel jetzt auf einmal an der Führerschaft der Kirche, an der Autorität der Kirche, an der Wahrheit von irgendwelchen blumigen Versprechungen und an dem Wahrheitsanspruch des Christentums überhaupt. Gerade weil man jetzt auch noch eine andere Religion kennengelernt hatte, die auch einen Wahrheitsanspruch hatte, den Islam, mit einem heiligen Buch. Wer hatte jetzt wirklich recht? Also es kam vieles in Bewegung durch die Kreuzzüge. Wie aber bewerten wir das Ganze jetzt? Was ziehen wir jetzt für ein Fazit? Was war das mit den Kreuzzügen? Da muss man jetzt deutlich sagen, die Kreuzzüge, ja, als erstes muss man deutlich festhalten, die Kreuzzüge waren zutiefst ein religiöses Unternehmen. Man könnte ja auch sagen, naja, die Kreuzzüge, das waren halt irgendwelche Kriege, wie es halt in der Weltgeschichte immer irgendwelche Kriege gab. Und naja, die haben irgendwie so sich Christen genannt, aber keine Ahnung, so wie Hitler vielleicht auch gesagt hat, er ist Christ oder so, aber der war es gar nicht. Nein, so war es bei den Kreuzzügen nicht. Die Kreuzzüge waren ein zutiefst religiöses Unternehmen. Sie waren von höchster kirchlicher Ebene sanktioniert. Sie waren motiviert, sie waren unterstützt von der Kirche, vom Papst selber. Ohne die Kirche hätte es die Kreuzzüge nicht gegeben. Und auch subjektiv bei den kleinen Leuten, bei den Kreuzfahrern, war es so, die allermeisten, für die war dieser Kreuzzug ein Akt persönlicher Frömmigkeit. Sie nannten sich Pilger, Wallfahrer nach Jerusalem oder Gotteskrieger. Also es war auch aus der Sicht der Mitkämpfenden ein zutiefst religiöses Unternehmen. Deswegen kann man nicht sagen, die Kreuzzüge, das war nur so eine kleine Nebenepisode des Christentums, was nur locker damit zu tun hatte. Nein, die Kreuzzüge entsprangen aus dem Zentrum der mittelalterlich-christlichen Religiosität. Und deswegen müssen wir uns als Christen ernsthaft damit befassen, was wir dazu sagen, wie wir uns dazu stellen. Es war ein christlicher Heiliger Krieg. Der augenfälligste Eindruck waren die Ritterorden. Mönchsorden, die bis dahin den Grundsatz hatten, bete und arbeite und tu den Menschen Gutes. Und jetzt auf einmal entstanden Ritterorden, das heißt Mönche, die in tiefer geistlicher Gemeinschaft standen, die mehrmals am Tag inbrünstig beteten, und um dann auszuziehen und mit Gewalt zuzuschlagen, Menschen zu töten in den Kreuzzügen.
Der Grundsatz hieß jetzt nicht mehr bete und arbeite, sondern bete und kämpfe, bete und töte. Das ist schon hart. Es muss festgehalten werden, dass die Kreuzzüge uns deutlich vor Augen halten, dass das Christentum nicht immun ist, dagegen gegen Andersgläubige mit Gewalt vorzugehen. Die Verknüpfung von Frömmigkeit und Gewalt ist im Christentum möglich. Der Gedanke eines gottgewollten heiligen Krieges ist im Christentum möglich. Das liegt zwar nicht in der eigentlichen Absicht des Neuen Testaments, aber das Neue Testament kann dazu missbraucht werden, einen heiligen Krieg zu rechtfertigen. Es gibt anscheinend in der biblisch-christlichen Tradition Ansatzpunkte, die das zumindest ermöglichen. Also, woher kommt das? Ist vielleicht ein entscheidender Punkt, dass das Christentum sich überhaupt darauf eingelassen hat, dass staatliche Macht und kirchliche Autorität miteinander verknüpft werden zu einem Ganzen? Dieses typisch mittelalterliche Einheitsdenken von Staat und Kirche, dieses Denken, man könne Gottes Reich in dieser Welt irgendwie verwirklichen und aufbauen als politische Macht, was letztlich schon jüdische, messianische Hoffnungen hatten, was die Jünger schon von Jesus eigentlich erwartet hatten, dass er der König von Israel wird und ein Reich in dieser Welt aufrichtet. Ist das schuld daran? Hat man sich doch zu weit entfernt und es sich nicht sagen lassen, was Jesus deutlich gemacht hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt, Johannes 18, Vers 36. Und dadurch konnte dann Gewalt im Namen Gottes gerechtfertigt werden, denn politische Macht, innerweltliche Macht, muss Gewalt anwenden. Und wenn das nun eine christliche Macht ist, muss sich christliche Macht mit Gewalt verbinden. War vielleicht die konstantinische Wende doch so der Anfang vom Ende, das schließlich dann zu den Kreuzzügen geführt hat. Von der Bibel her muss man natürlich sagen, die Bibel ist so eindeutig, das Neue Testament, für Nächstenliebe, für Feindesliebe sogar. Das heißt, daraufhin kann es gar keine Rechtfertigung für dieses Unternehmen der Kreuzzüge geben. Die Kreuzzüge müssen aus biblischer Sicht deswegen als krasser Fehlweg, als Verblendung, als religiöser Wahn dargestellt werden, also theologisch als Sünde. Selbst wenn man sogar verständlich machen kann, wie die Leute damals dazu gekommen sind in ihrer Vorstellung, ändert sich nichts daran, das aus heutiger Sicht ganz negativ bewerten zu müssen. Auch die positiven Nebenwirkungen können das alles nicht aufheben, selbst was es alles Gutes mit sich gebracht hat für Wissenschaft, Handel, Kultur. Es bleibt dabei, die Kreuzzüge können wir als heutige Christen nicht anders als ganz negativ beurteilen. Bei den Kreuzzügen wurde der christliche Glaube mit hineingerissen in einen menschlich-sündigen Strudel ungeistlicher Motive, in das Streben nach Ruhm und Ehre, in die Gier nach Bereicherung und Macht, in Zorn und Aggression und Gewalt. Der christliche Glaube wurde vereinnahmt, verführt, missbraucht, so wie es später auch, sage ich mal, den deutschen Christen im Dritten Reich in der Zeit des Nationalsozialismus ergang, als man sich vor eine andere Ideologie hat spannen lassen und dann blind war für das, was das mit dem eigenen Glauben gemacht hat. Aber wenn das so ist, wie gehen wir heute damit um, mit diesem Faktum, dass das zur christlichen Geschichte, zur Kirchengeschichte gehört und dass das nicht nur ein kleiner Mini-Ausrutscher war, sondern dass das 200 Jahre des Christentums massiv bestimmt hat? Eine Beschäftigung mit den Kreuzzügen kann aus meiner Sicht letztlich nur zu einer Haltung der Buße führen. Wir können zwar nicht über die Christen vergangener Jahrhunderte richten,
Das wird Gott eines Tages selber tun. Das können wir uns nicht anmaßen, aber wir können uns, wenn wir das als Schuld erkennen, was damals gelaufen ist, mit unter diese Schuld stellen. Und wir können um Gottes Gnade und Vergebung für uns als Christenheit bitten. Herr, erbarme dich. Das hat dann gleichzeitig den Effekt, dass wir demütig werden und auch bescheiden. Und dass wir es vielleicht auch unterlassen, überheblich über andere Religionen zu reden und zu urteilen, bei denen wir vielleicht manches Fehlverhalten entdecken und sagen, deswegen kann das mit denen schon gar nichts sein, weil da gab es ja Böse, die irgendwie Menschen getötet haben oder so. Da muss man sehr aufpassen, dass einem nicht das passiert, was Jesus in Matthäus 7 so anschaulich beschreibt, dass man den Splitter im Auge des anderen entdeckt, aber für den Balken im eigenen Auge blind bleibt. Wer diesen Balken sieht und diese Kreuzzüge sind ein dicker Balken in unserem eigenen christlichen Auge, der fängt vielleicht endlich an, mal richtig zuzuhören, auch auf Menschen anderen Glaubens richtig zuzugehen, zu verstehen, zu versuchen, wie sie glauben. Diese Haltung der Demut und Bescheidenheit, die öffnet Wege zum Dialog, zum gemeinsamen Ringen, zur Gestaltung dieser Welt. Und wenn man dann vielleicht merkt, man sitzt mit Leuten aus anderen Religionen teilweise auch im gleichen Boot und man hat in jeder Religion mit Verblendung, Verführung, Gewaltfantasien und so zu kämpfen, auch wir im Christentum, dann ist man auf einer Ebene und dann kann man vielleicht besser gemeinsam daran arbeiten, diese Welt friedlich, positiv zu gestalten. Für unsere christliche Apologetik, für unsere missionarischen Bemühungen sind die Kreuzzüge bis heute eine große Belastung, denn sie stellen die uns, von uns oft so beschworene Überlegenheit und Einzigartigkeit und Wahrheit des Christentums natürlich massiv in Frage. Auch die moralische Überlegenheit, so. Ja, was will man da jetzt noch sagen? Die Frage ist tatsächlich, ob das Christentum seine Glaubwürdigkeit durch die Kreuzzüge nicht für immer verspielt hat. Letztlich müssen wir durch die Erfahrung, durch die Auseinandersetzung mit den Kreuzzügen uns eingestehen, dass wir gegenüber Gott und Menschen als Christen und als Kirche immer auf Gnade angewiesen sind. Mich erinnert das manchmal an die Geschichte bei der Gefangennahme Jesu, als Petrus sein Schwert nimmt und mit Gewalt auf einen Menschen einschlägt, ihm dabei ein Ohr abschlägt. Er als frommer Mensch agiert hier mit massiver körperlicher, physischer Gewalt und Jesus sagt, steckt das Schwert weg. Er nimmt das Ohr und heilt diesen Knecht wieder. So geht Jesus mit seinen Feinden um. Und ja, vielleicht braucht es heute auch so ein Wunder von Jesus, wenn Menschen wieder ein Ohr bekommen sollen für unsere christliche Botschaft, dass wir ihnen als Christenheit im Laufe der Kirchengeschichte abgeschlagen haben. Es bleibt ein Wunder, wenn Menschen Christen werden und auf das Christentum hören, trotz alledem, was das Christentum bisher schon verbrochen hat. Die Kreuzzüge machen also augenfällig, dass auch die Christenheit eine Gemeinschaft von Sündern ist. Und genauso wie jeder einzelne Christ nur von Gottes Gnade lebt, so gilt das auch von christlichen Institutionen, von christlichen Werken, auch von Kirchen und von der gesamten Weltchristenheit. Wir leben aus Gnade, wir sind Sünder. Wir haben nichts vorzuweisen und wir können unsere Gesprächspartner nur darum bitten und auch Gott nur darum bitten, dass sie gnädig sind. Und wenn wir auf Menschen zugehen mit unserer Botschaft, dann können wir nur darum bitten, dass sie gnädigerweise uns zuhören, obwohl es die Kreuzzüge gab und manches andere, was die Christenheit falsch gemacht hat. Und das verweist dann schließlich auch
auf den eigentlichen Inhalt unserer Botschaft. Paulus schreibt, wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus. 2. Korinther 4, Vers 5. Er ist der Inhalt unserer Verkündigung. Und das ist vielleicht auch eine wichtige Erkenntnis in der Kirchengeschichte, die uns an dieser Stelle vielleicht auch mal ganz klar wird. Wir verkündigen nicht die Kirche, die tolle Christenheit, die leuchtend über der Welt steht, sodass alle gerne Christen werden wollen. Nein, die Kirche, das Christentum ist leider oft eher ein Hindernis im Glauben. Und es geht nicht darum, dass wir Menschen in die tolle Kirche rufen, sondern es geht darum, dass wir Menschen zu Jesus rufen. Wir predigen nicht uns selbst, auch nicht das Christentum. Wir predigen Jesus Christus. Jesus Christus ist der, der nicht mit Gewalt reingeschlagen hat, sondern der nicht drohte, als er litt, wie es im ersten Petrusbrief heißt, sondern der in Demut den Menschen begegnet ist und mit Liebe wirklich auf sie zugegangen ist. Also die Kreuzzüge machen uns letztlich deutlich, zutiefst deutlich, dass es im Christentum niemals um das Christentum geht oder die Kirche, sondern immer nur um Jesus selbst. Nicht wir als Kirche, als Christen werden die Welt erlösen. Nicht, weil wir Christen so toll sind und weil die Kirchengeschichte so einzigartig super ist, werden Menschen zum Glauben finden, sondern trotz der Kirchengeschichte und obwohl schon so viel Böses im Namen der Kirche, im Namen Gottes getan wurde und immer noch getan wird. Insofern kann eine Beschäftigung mit den Kreuzzügen zu einer heilsamen Ernüchterung führen, die letztlich uns gut tut und die uns hilft zu einer Besinnung auf das wirklich Wesentliche im Glauben. Und das ist nur Jesus allein.